YouTube-Freunde. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute hier auf unserem Kanal. Ihr habt dem Trailer entnommen, es soll heute um das neue Summilux 35mm F1.4 gehen für den Leica M-Mount. Neu ist in der heutigen Zeit so eine Sache. September 22 ist es rausgekommen und ja, ich habe es jetzt hier schon ein paar Wochen zum Testen gehabt. Und will jetzt hier gerne meine Erfahrung mit euch teilen. Bevor ich jetzt aber hier gleich loslege, an der Stelle Disclaimer und ja, Transparenz. Ich möchte an der Stelle Alexander Görlitz von Foto Görlitz danken. Der hat uns dieses schöne Objektiv eben hier zur Verfügung gestellt, damit ich das eben mal testen kann. Das gehört also nicht mir, geht wieder zurück. Muss auch nächste Woche schon wieder zurück. Von daher wurde es höchste Zeit, dass ich mir was dazu mache. Ja, also, so viel dazu. Steigen wir gleich ein. Ja, mal zunächst ganz Allgemeines. Leica hat dieses Objektiv sozusagen als Verbesserung der Vorgängerversion auf den Markt gebracht. Ich hatte die Vorgängerversion, das ist diese hier, auf einer schönen analogen MP drauf, hatte ich auch schon gereviewt. Ich verlinke euch das mal oben. Ist deshalb wichtig, vielleicht guckt euch das auch an, weil ich mich hier und da in dem Video immer wieder auch auf das alte beziehe. Sie haben hier tatsächlich ein paar Neuerungen gebracht, die sie auch so angekündigt haben. Und zwar das eine war, dass sie das Bokeh verbessert haben und das andere, dass sie eine Naheinstellgrenze haben. Das hat man erstmals bei den moderneren Objektiven von Leica, bei dem APO 35 festgestellt. Und zwar ist ja normalerweise, sind ja die Leica M-Gläser immer bis 0,7 Meter nur, weil die halt nur bis 0,7 Meter mit dem Rangefinder, mit dem Messsucher gekoppelt sind. Das ist nach wie vor so. Nur bis 0,7 Meter kann man über dem Messsucher die Schärfe kontrollieren und steuern und scharf stellen. Aber nichtsdestotrotz, die neueren Versionen, die haben eine Naheinstellgrenze von 0,4, 0,45, also 0,4 Meter. So auch bei diesem Objektiv. Das sind jetzt erstmal ganz allgemein die Neuerungen, designtechnisch auch noch die Sonnenblende. Die ist hier so wie bei dem APO 50, was ich jetzt nicht hier habe. Und bei den neueren Objektiven, die schiebt man einfach nur so raus. Ja, das ist eigentlich ganz schön, hat so ein paar Vorteile gegenüber dieser Schraube. Blende. Ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Das wären erstmal so die allgemeinen Neuerungen und gehen wir mal ganz kurz auf die Spezifikationen ein, was da wirklich so im Detail die Unterschiede sind und dann gehen wir in den wirklich richtigen Bereich. Bei den Spezifikationen hat sich tatsächlich nicht allzu viel geändert im Vergleich zum älteren Summilux 50mm. Natürlich gibt es Änderungen, auch dadurch entscheidende, aber erstmal marginal, sag ich mal. Ja, der Aufbau des optischen Systems ist nach wie vor der gleiche. 9 Elemente in 5 Gruppen. Anfangsblende von F1.4 bis Blende 16,5 EV-Schritten. Der Filterdurchmesser ist geblieben mit 46mm. Und was ist noch gleich geblieben? Messsucher gekoppelt bis 0,7 Meter. So, das sind jetzt erstmal die Ähnlichkeiten. Ja. Die Unterschiede sind, unter anderem habe ich ja vorhin schon erwähnt, die Naheinstellung, nämlich das neuere Objektiv ist, kann man bis 0,4 Meter fokussieren. Allerdings muss man ab der 0,7 Meter auf entweder den elektronischen Sucher, den man oben rauf schiebt, switchen oder eben übers Display. Ja? Oder Raten geht natürlich auch. Das heißt, für Analogfotografen ist dieses Objektiv mit Vorsicht zu genießen, ist natürlich trotzdem empfehlenswert, klar, aber dann kann man so diesen Benefit von den 0,4 bis 0,7 Meter nicht ohne weiteres ausschöpfen. Ferner ist es die Sonnenblende, habe ich ja gezeigt, die integriert ist und das ist ein entscheidender Punkt, kommen wir später dazu, die Blendenlamellen. Bei dem neueren System haben wir 11 Blendenlamellen und bei dem alten haben wir 9 Blendenlamellen. Ich hatte ja das, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, gereviewt und da habe ich hier und da beim Bokeh, es ist schon ein schönes Bokeh, aber hier und da ist es ein bisschen unruhig, fand ich hier und da in bestimmten Situationen. Da habe ich natürlich versucht zu gucken, ob das bei dem immer noch so ist. Auch die Bokeh-Balls waren nicht immer so kreisrund. Das habe ich mir natürlich auch angeguckt. Und wir müssen noch vom Gewicht sprechen. Das Gewicht sind 338 Gramm bei der neuen Version und bei der alten Version sind wir bei 320 Gramm. Ferner, ich halte die mal hier so nebeneinander,
ist es auch kleiner geworden. Also gut, jetzt muss man natürlich fairheitshalber bei dem auch die Sonnenblende ausfahren. Und dann hat sich es wahrscheinlich wieder fast ein bisschen erledigt, dann sind sie fast gleich lang. Es ist ein bisschen kompakter, sieht ein bisschen knubbeliger aus, sag ich mal. Aber tatsächlich hat sich eigentlich, wenn man die Sonnenblende bei dem alten mal wegmacht, sagen wir mal kurz, hat sich da nicht allzu viel geändert. Sieht eigentlich ähnlich aus, finde ich. Ne? Ja, genau. So viel mal zu den Spezifikationen. Und jetzt kommen wir mal zu dem entscheidenden Punkt. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Wichtig, wichtig, wichtig. Darüber müssen wir natürlich reden. Der Neupreis von diesem Objektiv ist 5.250 Euro UVP. Und das hier, ich weiß gar nicht, ob man das noch neu bekommt. Bin ich mir nicht so sicher. Also Gebrauchtmarkt, bei dem ist natürlich schwer. Nicht allzu viele auf dem Markt. Gebraucht bekommt man dieses in recht gutem Zustand. Ja, ich habe so Preise gesehen von 3.500 bis 4.500 Euro. Das ist natürlich, kommt immer auf den Zustand an, ob man vom Händler kauft, ob man von privat kauft und so weiter und so fort. Ja, genau. Kommen wir jetzt mal zu dem Wichtigsten. Inwiefern unterscheiden sich die beiden Objektive optisch, also in ihrer Abbildungsleistung? Sagen wir mal ja äußerlich und Preis und so weiter. Ich bin jetzt nicht so der beste 1:1-Vergleicher, sage ich ganz ehrlich. Ich teste immer lieber im Real Life und gucke mir die Ergebnisse an und dann entscheide ich halt. Aber hier, glaube ich, war das ganz angebracht. Zumal ich beide hatte, netterweise beide von Alex von Fotogirlitz bekommen. Nochmal an der Stelle danke. Dachte ich mir, okay, machst du mal hier und da so ein paar kleine Tests. Ja? Ich würde sagen, wir switchen da jetzt mal ganz kurz hier auf meinen Computer, auf meinen Laptop und sind mal hier in Lightroom und hier seht ihr gleich, da oben steht immer, also die Nahgrenze ist halt 0,7 Meter. Ich hatte das auf dem Stativ jeweils und habe dann immer nur die Optik geändert. Hier seht ihr in der Auflösung, ich habe mit der SL2 S gearbeitet und nicht mit der M11, einfach, weil es einfacher für mich war, dass ich genau auf dem Punkt dann auch die Schärfe habe, war einfach insgesamt ein bisschen einfacher für mich. Ich hätte es auch mit der M11 machen können. Ja, also hier ist so der Gesamteindruck, wenn ich das mal jetzt ausschalte, so, ja, dann weiß man gar nicht, was ist es, was ist was. Ne? Ich gehe mal in die 100%. Das ist jetzt bei Blende 1.4. Ich mache mal das wieder an, damit ihr seht, welches ist. Das ist jetzt die 1:1-Ansicht. Also bei 100% sind wir hier. Also ehrlicherweise, so Gesamteindruck sehe ich nicht viel Unterschiede. Wenn man jetzt wirklich ganz genau im Bokeh mal hinguckt, also in der Schärfe, bleiben wir erstmal im Nahbereich. Die Schärfe, ich habe hier auf das Blatt scharf gestellt, beziehungsweise auf die Tulpe, da sieht man keine großen Unterschiede. Hier wirkt das Neue tatsächlich ein bisschen schärfer, wenn ich mal so hingucke. Kann aber auch sein, dass ich vielleicht nicht ganz exakt gemessen habe, aber weil hier sieht das alte an dem Blattgrün wieder schärfer aus als dem und das wird weniger scharf als das. Deshalb vermute ich, dass ich einfach ein bisschen ganz leichten Fokus verschoben habe. Kann ja passieren, ist ja kein Autofokus, ne? Dass ich also bei dem alten hier den Fokus hatte und beim neuen dann eben der leicht nach hinten gesetzt ist. Möchte ich nicht ausschließen. Also gehen wir mal, sagen wir mal jetzt mal, wenn man das jetzt mal als Referenz nimmt, ja, also wir Pixelpiepen hier, ja, würde ich sagen, in der Schärfe nehmen sie nicht so viel. Gehen wir mal ins Bokeh und da fand ich, welche Stelle, diese Stelle, wenn man mal sich die anguckt von diesem Fensterrahmen her, da wirkt das hier schon ein bisschen abgestufter, ja, also von dem Holz dann rüber in dieses, wie sagt man das, Schatten oder wie sagt man dazu, Lichter, ja, also wenn es dann vom naja, ihr wisst, was ich meine. Da wirkt das hier schon ein bisschen weicher. Aber da sind wir wirklich schon in Bereichen, oder auch hier, ja, seht ihr, das hier sieht man das eigentlich ganz schön. Kann natürlich auch, ja, die Kontraste, die sehen hier einfach bei dem Neuen ein bisschen weicher aus. So will ich es vielleicht mal ausdrücken. Ich glaube aber, die Stelle fand ich hier ganz interessant. War denn das? Ja, also hier sieht man es auch. Ist natürlich auch leicht die Belichtung anders, weil ich konnte natürlich nicht so schnell wechseln. Ihr seht es ja hier. Die Sonne ist natürlich ein bisschen gewandert und die Lichtverhältnisse haben sich ein bisschen geändert. Deshalb ist das echt, wie gesagt, ich habe gesagt, ich,
bin nicht der beste 1:1 Wechselkeeper. Ja, also, naja, das Blende 1:4, gehen wir mal, blenden wir mal ein bisschen ab. Jetzt sind wir hier, praktisch wieder hier. Oh ne, jetzt habe ich das falsch gemacht. Warte mal ganz kurz. Hier muss doch jetzt das alte sein, genau. Und dann muss hier jetzt das neue sein. Warum dreht er das immer? Komisch. Hier, das. Genau, jetzt hat was. Ihr merkt schon, ich bin nicht so der Vergleicher. So, jetzt sind wir bei Blende 2.0. Und ja, naja. Ja, weiß ich gar nicht, wo waren denn die Stellen? Hier waren wir doch, ne? Also ich finde, dann sieht es schon recht gleich aus. Auch hier wirkt es wieder ein bisschen weicher. Da wirkt das Neue schon hier ein bisschen weicher im Vergleich zu dem Alten. Ah ja, mein Gott, also ob man das jetzt so sieht. Ich habe wirklich lange mir die Bilder angeguckt und habe das dann entdeckt. Der eine oder andere ist da vielleicht schneller, vielleicht weil ich einfach nicht geübt genug bin, da in diese Details zu gucken, möchte ich gar nicht ausschließen. Aber gut, also Gott, gehen wir mal einfach der Vollständigkeit her, machen wir noch eine Blende und dann reicht es, glaube ich, auch. Das ist jetzt schon wieder falsch rum. Meine Güte, bin ich blöd oder was? So alt, neu, jetzt haben wir es. Ja, gut. Also ich lasse mal die Bilder für sich sprechen. Ja, also so viel jetzt mal dazu. Dann würde ich vielleicht noch ganz gerne kurz den Nahbereich euch zeigen. Das ist jetzt, das ist jetzt praktisch bei 0,4 Meter, bei Nahgrenze, beim neuen, da habe ich jetzt natürlich keine Vergleichsbilder zum alten, weil das ja nicht hat. Und da sieht man es dann schon, es ist halt durch die Nähe, wird es dann halt schon weicher. Ne? Ich habe da irgendwo scharf gestellt. Und das ist 1,4, 2,0, 2,8, 4,0, 5,6, 8,0, 11 und 16. Ja? Also, so. Einfach mal der Vollständigkeit halber. Genau. Was dann aber interessant wird tatsächlich, jetzt habe ich mal hier zwei Bilder. Und zwar, das ist das Neue, jetzt habe ich sie dann nicht mehr konsequent umbenannt. Das ist das Neue, ungefähr bei 0,7 Meter tatsächlich. Und das ist das Alte. Das Bild sieht man auch in dem Video, in dem anderen. Ja. Und da seht ihr so ein bisschen, was ich schon finde, jetzt möchte ich hier bei dem Neuen nicht ausschließen, dass ich vielleicht ein bisschen näher als 0,7 Meter dran war. Da habe ich nicht mit Stativ gearbeitet. Und wie gesagt, das ist ja das andere Bild von dem Alten, ist ja schon sehr viel länger her. Ich hatte nicht das gleiche Motiv. Kann da euch also jetzt das nicht zeigen. Aber man sieht es ja ganz schön, ne? Weil so ein bisschen blattgrün bzw. hier geäst halt ist, man sieht es hier. Und da wirkt das schon ein wenig ruhiger. Ja. Das war das eine. Das nächste, was ich rausgeschaut habe, das ist jetzt hier das Neue. Ich mache mal den Vergleich aus, nicht, dass einer verwirrt ist. Ja. Zack. Das ist das Neue. Und da sieht man das auch schon. Mit dem Alten wäre das Blatt, dieses Laubchen, wahrscheinlich unruhiger gewesen. Übrigens ein sehr süßer Hund, Kira. Die hat da gerade auf Leckerlis gewartet. das ist schon ganz, ganz schön. Und da bin ich auch ungefähr bei 0,7 Meter. Das ist jetzt wieder das alte Objektiv. Da gehe ich am besten mal wieder in die Vergleichsansicht, weil das wollte ich euch zeigen. Nee, das war das Falsche. Da muss ich so auswählen und dann hier. Genau, das ist das neue Objektiv und das ist das alte. Auch dieses Bild erschien im Video und hier sieht das schon. Ne? Der Hintergrund ist zwar ja, schön weich, verschwindet so in der Unschärfe, aber es wirkt ein bisschen scharfkantiger als dieses hier. Ja? Ferner würde ich dann mal, ja genau, das wollte ich jetzt als nächstes zeigen. Das wäre jetzt die Bokehballs. Andersrum. Jetzt ist hier wieder das Neue und da ist das Alte. Wenn wir mal so in den Randbereich gucken, ja, hier so, da seht ihr, es wird schon sehr cat-eyig. In der Mitte geht es einigermaßen, aber guckt mal hier, das sind kreisrunde Bokehballs. Ja, das ist schon schön beim Neuen, muss ich wirklich sagen. Also hier ist neu, das ist alte. Wie gesagt, das Foto ist auch in dem alten Video zu sehen. Dann machen wir es mal hier auch. Und was will ich noch zeigen? Achso, ja genau, hier habe ich dann jetzt mit dem Neuen einfach mal abgeblendet. Das sieht ein bisschen abgeblendet. Man sieht es hier an diesem Bokehball, der ist nicht so ganz kreisrund, aber zum Rand hin ist es dann auch ja, sehr schön. Und übrigens eine sehr schöne Kamera.
Ja, so viel mal dazu zu den Veränderungen und was ich davon halte, wie inwiefern die anders sind. Und ich muss sagen, da finde ich schon, dass Leica sein Versprechen eingehalten hat. Und das ist schon für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant, wo man sagt, ach nee, dann würde ich lieber zum Neuen greifen im Vergleich zum Alten. Aber das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, in der Bildleistung, Abbildungsleistung finde ich die beide jetzt, wenn man jetzt in dem Nabe, also in dem normalen Bereich von 0,7 bis unendlich spricht, nehmen die sich nicht wirklich viel. Wirklich im Mikrobereich. Und wie gesagt, wer auf den letzten Funken besseres Bokeh und oder weicheres Bokeh, da dann vielleicht schon, aber. Ja, ich habe im Prinzip mein Fazit vorweggenommen. Ich möchte, muss ich gar nicht hier groß drüber reden. Ich habe ja wie gesagt, also sie sind für mich relativ in der gleichen Liga, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich finde das Neue, sage ich ganz ehrlich, vom Aufbau, so mit der integrierten Sonnenblende. Und irgendwie wirkt es dadurch einfach ein bisschen kompakter. Dem einen oder anderen könnte das Neue im Vergleich zum Alten ein bisschen zu knubbelig wirken. Es scheint auch ein bisschen knubbeliger zu sein. Ja. Ich finde es nicht so schlimm. Ich mag das ganz gerne. Vor allem mag ich halt eben, wie gesagt, diese integrierte Sonnenblende ganz gerne. Ich finde, die sieht jetzt natürlich schön klassisch aus. Ja. Aber die, ach so, die Sucherblockade, das müssen wir auch noch mal, gucken wir auch mal kurz. Die ist bei dem neuen jetzt, ja, weiß ich gar nicht, ja, ähnlich, ja, würde ich sagen. Das ist das Äußerliche. Die Naheinstellgrenze, die finde ich schon ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil ich halt auch mit meiner M-Gläser mit der SL2S benutze, ist es für mich schon sehr interessant. Ja. Dann bin ich nämlich nicht mehr limitiert auf diese 0,7 Meter. Für mich definitiv ein Kriterium, was für mich in der Entscheidung eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle spielen würde. Die 11-Lenden-Lamellen, die nehme ich gerne on top mit, wäre jetzt aber kein super entscheidendes Kriterium für mich. Auch wenn ich es im Bokeh insgesamt ein bisschen gefälliger finde, weicher und dieses schönen Bokeh, ist es schon schöner. Wenn wir jetzt aber mal davon reden, preislich, was haben Sie gesagt, 3,5 als unterste für ein vernünftiges bis oder 5.200, ja, das sind ja fast 1.500 bis 2.000 Euro. Weiß ich nicht, ob ich dann nicht sagen würde, naja, das war jetzt auch keine Scherbe, ja, sag ich mal. Aber wie gesagt, die Naheinstellgrenze ist ein sehr großes Kriterium. Also, um es mal zusammenzufassen, wer sich ein neues Lux 35 mm für seine M oder für seine SL2 SL oder SL-Serie insgesamt sucht bei M-Glas, da würde ich wahrscheinlich, wenn ich neu einsteigen würde, zum Neuen greifen. Wer aber das Alte hat und damit happy ist, ich glaube, ich würde da jetzt keinen Grund sehen, abzugraden. Wie gesagt, wenn einen nicht diese 0,4 mm, weil das ist schon cool, ja, gerade mit 35 mm, wenn man ein bisschen näher rangeht, auch mal ein Porträt vielleicht ein bisschen näher, kann schon interessant sein. Muss jeder selber wissen. Ja, so viel dazu und viel mehr habe ich da eigentlich nicht so zu sagen. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Als nächstes, vielleicht hat der eine oder andere sich gewundert, was hier neben mir steht, so angeschnitten. Ich habe das ja ein paar Reels und sowas gezeigt. Das ist für meine Keep Film Alive Serie, die ich ja neulich angefangen habe, die dann auch weitergeht, kommt dann demnächst. Ich muss noch erstmal ein bisschen Film verknipsen und dann kommt als nächstes die Entwicklung. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis bald und tschüss.